Es geht scheinbar wieder los, diese Geschichte mit GameStop, Short Squeeze, Hedgefonds, das alles scheint sich jetzt zu wiederholen. Gestern die Aktie von GameStop kurz vor Börsenschluss und dann nachbörslich massiv gestiegen, über 200% und das aus dem Nichts, eigentlich ohne Nachrichten. Aber das ist auch symptomatisch für einen Short Squeeze allgemein, für die Gefährlichkeit von Shorts, und ohne Shorts ist es manchmal ein bisschen schwierig. Nicht nur steht man dann teilweise nackt da, sondern es fehlen eben schlicht auch die Käufer, wenn es kaum mehr Short-Positionen am Markt gibt. Dann, wenn mal Paniksituationen sind, alle zur selben Tür raus wollen, dann sind die Shorties ja diejenigen, die, um sich glattzustellen, zurückkaufen müssen, also als Käufer auftreten müssen, dadurch oft den Markt stabilisieren. Das wird oft vergessen. Und im Grunde ist GameStop eben nur ein Symptom für den Tod der Shorties, der letztendlich dann mal einen ziemlich heftigen Einbruch vorbereitet. So ist es zumindest zu vermuten. Schauen wir uns mal GameStop an. Hier aus dem Nichts jetzt 168 Dollar, über 200%, ohne Nachrichten. Da war also nichts Fundamentales der Fall. Auch andere Aktien wie AMC, wenngleich nicht ganz so stark gestiegen. Und jetzt muss man fragen, kann Gott so grausam sein wie hier dieser Tweet? Kommt jetzt der nächste richtig fette Short Squeeze für die Hedgefonds? Naja, aber die sind jetzt weniger verwundbar, denn die haben ihre Short-Positionen ein bisschen runtergefahren. Und jetzt entsteht die absurde Situation am Optionsmarkt, dass wer Putz über Optionen auf GameStop hat, also auf die GameStop-Aktie, der kann sich möglicherweise sogar freuen, obwohl die Aktie massiv steigt. Warum? Weil die Vola so dermaßen steigt, dass die Preise astronomisch werden, eben aufgrund dieser gestiegenen Vola-Erwartungen. Das heißt, da kann man letztendlich, die implizierte Vola ist massiv gestiegen von 175 auf 800, und das ist gut für Puts. Das bringt Put-Preise normalerweise nach oben, und wir sehen, dass jetzt das Short Interest bei GME zum Beispiel, also bei dieser GameStop-Aktie, jetzt nur noch bei 31% ist. Das ist deutlich weniger als zu dem Zeitpunkt, als es richtig nach oben krachte. Da waren wir ja weit über 100%. Das heißt, es gab mehr geschortete Aktien, als Aktien eigentlich auf dem Markt war. Und das hat natürlich die Hedgefonds unter Druck gebracht. Dieser Druck ist jetzt deutlich geringer geworden. Deswegen dürfte auch dieser Move jetzt bei den Meme-Aktien, die Rückkehr dieser Themen, doch begrenzt bleiben, weil es fehlt schlichtweg das Short-Volumen, das hier gesqueezed werden kann, denn das ist weitgehend schon draußen. Wie ist die ganze Geschichte passiert hier mit GameStop? Vermutlich über Optionen, Call-Optionen. Da haben Leute weit aus dem Geld befindliche Calls gekauft auf GameStop, meistens Laufzeit bis Freitag, also sehr kurzfristig. Und wir sehen, dass die Volumina für diese Calls massiv nach oben gegangen sind. Und das hat die Market Maker, die diese Call-Optionen verkaufen, gezwungen, offenkundig sich hier physisch mit der GameStop-Aktie einzudecken. Das scheint also ein Manöver zu sein, ausgelöst durch den Kauf von Optionen. So viel deutet sich hier an. Aber insgesamt sehen wir, dass diese Short-Squeeze-Geschichte wieder ein bisschen zurück ist. Die hat ja zwischenzeitlich dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Die wurden selber gesqueezed. Wir erinnern uns, den Abverkauf von GameStop von über 470 Dollar, glaube ich, runter in den Bereich 40 Dollar, wenn ich das richtig erinnere. Aber hier ein Short Squeeze Basket von Zero Hedge zeigt, wie die Dinge sich jetzt wieder gedreht haben. Insgesamt sehen wir, und das ist eben das Symptomatische, dass die am meisten geschorteten Aktien hier die beste Performance aufweisen. Unglaubliche Dinge, die hier passieren. Extreme Outperformance eben von denjenigen Aktien, die am meisten geschortet sind. Das scheint so eine Art Volkssport zu sein. Man muss ja als Hedgefund, als institutioneller Player, in diesen 13F-Filings seine Positionen offenlegen. Das heißt, die sind transparent. Andere wissen, man ist da short. Und das macht einen natürlich angreifbar. Gestern war dann wieder so viel los auf Wall Street Bets. Inzwischen 9,2 Millionen Mitglieder, dass die Seite nicht mehr funktioniert hat. Unable to handle this request. Also Reddit war dann teilweise offline, weil Wall Street Bets so extrem überlaufen war. Das sagte alles. Da waren also viele dabei. Wir sehen insgesamt, dass eben jetzt die Shortquote im S&P 500 oder auf den S&P 500 auf historische Niedrigstände fällt. Niedrigster Stand seit dem Jahr 2000 mit 1,5%. Und die Sektoren, die noch am meisten geschortet sind, sind die, die jetzt auch am besten laufen. Also auch hier, wenn man so will, ein Short Squeeze, nämlich Energie. Hier mit 2,9%, fast doppelt so hohe Shortquote
als der Gesamtmarkt und mit Abstand die höchste Short-Quote. Das zeigt also, dass hier am meisten auch zu holen ist. Und wenn wir uns das anschauen, was gestern mal wieder passiert ist, oh Wunder, Energie deutlich am stärksten mit 3,5%, dieser Sektor aus dem S&P 500. Dann kommen Finanzwerte, dann kommen Industrial und so weiter. Die Banken jetzt auf dem höchsten Stand seit 2007, Versteilung der Zinskurve, Anstieg der Renditen. Das hier die Schlagworte, aber Energie eben dieser Reflationstrade, die Erwartung, dass die Inflation deutlich anzieht. Gestern haben wir gesehen, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe über 1,4% gestiegen ist, 1,42%. Und wir haben gestern dann dasselbe Muster im Grunde gehabt wie vorgestern. Zunächst mal Druck, vorbörslich Druck am Markt, was die Wall Street betrifft. Es ging nach unten. Dann sprach Jerome Powell, es ging dann nach oben sehr, sehr deutlich. Also irgendwie wiederholen sich hier die Dinge, aber wir sehen eben eine unterschiedliche Reaktion der Märkte, was hier der Fall ist. Wir sehen hier zum Beispiel den Triple Q, das Nasdaq ETF, und hier sehen wir, der Index ist noch nicht mal wieder in seinen Aufwärtstrend reingekommen nach der vorherigen Schwäche, obwohl der Nasdaq so ein starkes Comeback gestern und vor allem vorgestern absolviert hat, als er in heftigen Minuszahlen schon unterwegs war und dann sich deutlich verbessert hat. Aber wenn wir uns da mal anschauen, Dow Jones nach oben ausgebrochen, das erste Mal 32.000 Punkte erreicht, Allzeithoch. Wir sehen der S&P so in der Mitte des Aufwärtstrendkanals, könnte noch bis 3.950 steigen, dort der nächste große Widerstand, den man testen könnte. Also wir sehen, die US-Indizes sehen ganz unterschiedlich aus. Da ist eine gewisse Sektorrotation der Fall. Und hier sehen wir mal den S&P 500 Equal Weight, also gleichgewichtet, und den S&P 500 Market Weight, also Market Cap Weight, also nach Marktgewichtung, wo eben die großen Tech-Konzerne eben diese starke Gewichtung haben. Wir sehen, da sind jetzt seit November, seit eben dieser Impfstoffgeschichte, dermaßen massive Ausschläge der Fall. Da ist also ein heftiger, wie soll man sagen, ein heftiger Wechsel, ein heftiger Squeeze der Fall. Da geht man raus aus Tech, geht in andere Werte rein. Energie eben jetzt ganz sexy, war ja bis November ziemlich unsexy gewesen. Große Hoffnung also auf das massive Anziehen der Konjunktur. Aber hier sehen wir mal die JP Morgan Chase Consumer Card Spending Daten, also das, was die Leute mit ihrer Kreditkarte bezahlen. Und da sehen wir, das geht eigentlich nach unten. Also derzeit ist von dieser Erholung noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Gut, wir hatten sehr, sehr gute Einzelhandelsumsätze im letzten Monat, aber das könnte ein einmaliger Push gewesen sein. Insgesamt sehen wir, dass die Stimmung wieder extrem bullisch ist für die Märkte. Hier sagt zum Beispiel die Deutsche Bank, ja, die US-Aktienmärkte könnten nochmal 170 Milliarden an frischen Zuflüssen sehen durch die neuen Stimulus-Schecks. Und nach einer Umfrage von Reuters unter Analysten dürfte der S&P 500 vom aktuellen Niveau nochmal 6% gewinnen. Also wieder alles bullisch, wieder alles Short-Squeeze, erinnert einen doch irgendwie an frühere Zeiten. Aber die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen nach wie vor im Bereich 1,4%. Darauf wird zu achten sein, das ist ein entscheidender Punkt. Und der zweite, vielleicht wirklich entscheidende Punkt ist, was hier ein Analyst in der Financial Times sagt, es gibt viele Zeichen dafür, dass die Wirtschaft sich wieder erholt. Eben aufgrund dieses massiven monetären Stimulus und fiskalischen Stimulus. Und das kann eben zur Inflation führen, wenn diese ganzen massiven Assets weniger in die Finanzmärkte gehen als in die Realwirtschaft. Und das kann ja durchaus sein. Wir sehen eben, dass die Preise für Rohstoffe schon massiv steigen. Weniger aufgrund der Nachfrage der Käufer dieser Rohstoffe, sondern eben, weil alle die Inflation erwarten und sagen, naja, dafür sind Rohstoffe eigentlich noch relativ günstig. Das heißt, wir könnten eben eine reale Inflation erleben, weil dann wirklich mehr Geld diesmal in die Realwirtschaft statt in die Finanzmärkte fließt. Und das könnte durch Joe Biden und die neue US-Regierung durchaus unterstützt werden. Eine Art Umverteilung eben von der Wall Street zur Main Street, unter anderem durch Regulatorik. Das muss man aber abwarten. Jedenfalls haben wir wieder einen Short-Squeeze, der so symptomatisch ist. Und da wird relativ sinnfrei, denn GameStop ist faktisch kaum etwas wert, also auf jeden Fall nicht über 100 Dollar. Die Aktie wird faktisch etwas in die Luft geblasen, was wenig Substanz hat, aber das kennen wir ja bei anderen Werten auch. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen, was haben wir heute, Donnerstag, man sagt Servus und Ciao, heute ja etwas früher. Ich hatte es angekündigt. Bis dann.